Höhenangst dürfen die Besucher bei diesem neuen Ausflugsziel in New York City nicht haben, wenn es ab dem 21. Oktober heißt: Willkommen im Summit One Vanderbilt. Denn mit gläsernen Aufzügen, die an der Außenfassade angebracht sind, werden sie zur Aussichtsplattform gebracht, die sich fast 369 Meter hoch über den New Yorker Straßenschluchten befindet. Insgesamt misst der neue Superwolkenkratzer eine Höhe von rund 427 Metern. Das sind 46 Meter mehr als das berühmte Empire State Building aufweist, aber es sind auch 114 Meter niedriger als das neue One World Trade Center. Besonders wagemutige Menschen können den Ausblick in vollständig transparenten Glasboxen, den sogenannten Levitations, genießen, auf einer Höhe von 324 Metern. Das Gebäude liegt im Herzen von Manhattan und hat eine direkte Anbindung zur Grand Central Station, dem Hauptbahnhof der Stadt. Bereits im März 2019 eröffnete an der US-Ostküste die Aussichtsplattform The Edge, musste dann jedoch wegen der Corona-Pandemie wieder schließen. Seit September vergangenen Jahres können Besucher dort ebenfalls durch einen Glasboden schauen, in der 100. Etage in mehr als 330 Metern Höhe. New York rüstet also auf nach der Corona-Krise, um wieder Touristen in die Stadt zu locken. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.